Sommer, Winter, Frühling, Herbst folgen uns im Sauseschritt. Dorthin, wo die Hühner gacken und ein kleiner Kater wacht. Dort, wo Peterson zu Hause ist und mit Findus fischt und lacht. Abenteuer warten dort wie an keinem anderen Ort. Ah. Ach ja. Scheußliches Wetter! Findus, hör auf damit, bitte! Was? Darf ich keinen Kaffee mehr trinken? Doch, aber leise! Leise kann ich sein! Das mache ich mit links! Alle ab! Hep, 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 ja, yep, ja, ja, yep, juhu. Es ist komisch, wenn du nur so rumsitzt, muss ich richtig rumtoben, juhu. Ach, sitz still. Mach ich doch. Was für ein Tag. Heute bin ich richtig schlechter Laune. Dann sollten wir uns was richtig Lustiges überlegen, was wir tun könnten. Ich hab zu überhaupt nichts Lust. Da können wir ja den ganzen Tag lang spielen. Nee, du, spiel du mal allein. Am liebsten woanders. Allein und woanders. Ich will mit dir spielen, hier und jetzt. Nein, nein, ich hab keine Lust. Zu überhaupt nichts. Alle, hopp! Aber ich will mit dir spielen. Nein, ich will nicht spielen. Ich habe keine Zeit. Ich muss Holz hacken. Nur ich habe keine Lust, Holz zu hacken. Ich muss den Kartoffelacker umgraben. Aber ich habe keine Lust, den Kartoffelacker umzugraben. Ach ja, ich will nur den ganzen Tag hier sitzen und mir selbst leid tun. Du brauchst dir nicht leid zu tun, Peterson. Ehrlich nicht. Du hast doch mich. Hey, guck mal. Lass das sein. Setz dich anständig hin, trink deinen Kaffee und benimm dich. Ich sitze. Jetzt reicht es aber. Geh lieber raus, bevor ich dich rausschmeiße. Ich will nichts hören. Kein Singen, kein Gequassel, nichts. Ich habe schlechte Laune und ich will meine Ruhe haben. Entschuldigung. Nein, ich muss mich bei dir entschuldigen, Findus. So schreit man seinen Kater nicht an, ich weiß. Nicht einmal, wenn man so schlecht gelaunt ist, wie ich es heute bin. Heute ist er wirklich traurig. Ich muss mir was einfallen lassen, damit er wieder fröhlich wird. Wie wär's, wenn ich Farbe und Pinsel besorgen würde? Dann wäre Peterson wieder gut gelaunt und würde die Küche streichen. Streichen kann aber auch eine klebrige Sache sein. Und klebrige Sachen machen saure alte Männer sicher nicht fröhlicher. Aber ein großer Schokoladenpudding mit ganz viel Karamell und Vanillesoße und Waffeln, das wäre genau das Richtige. Aber dann müssten wir im Regen einkaufen gehen. Und das macht den alten Mann auch nicht fröhlicher. Wir könnten was erfinden. Zum Beispiel ein Kerzenlöscher. Ah.
Man kann natürlich nichts erfinden, wenn man nur miese, peterige Gedanken hat. Kuckuck! Ja, was ist denn? Wir können angeln gehen, dann wirst du wieder fröhlich. Ich gehe nicht raus. Nee. Ich rühre mich für heute Abend nicht vom Fleck und dann gehe ich schlafen. Hopp. Aber... Hör auf zu quengeln. Ich quengel doch gar nicht. Und wenn doch, tue ich es ganz leise. Vielleicht sollte ich jetzt gleich schlafen gehen. Und hopp. Ich hätte ertrinken können, weißt du? Würdest du jetzt freundlicherweise aufräumen? Aber vergiss nicht, leise zu sein. Er ist ja noch viel saurer als Sauerkraut. Ich muss was machen, damit seine Laune besser wird. Ich muss einfach. Wer weiß schon, wie das sonst ausgeht. Der Fisch hier ist genau das Richtige. Dann noch eine Schnur. Was soll das werden? Der alte Patterson hat schlechte Laune. Was? Und da machst du dich vom Acker? Sei nicht so dumm. Ich will ihn aufheitern. Wir können das tun. Nein, ihr versteht nämlich alte Männer nicht so gut wie ich. Was ist denn jetzt schon wieder? Überraschung! Wir haben uns gedacht, wir erheitern die Herren mit einer kleinen Aufführung. Diese Überraschung war überhaupt kein bisschen lustig und meine Laune ist nicht besser geworden. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr nicht versteht. Jetzt kommt die richtige Überraschung. Ach, ich will einfach nicht. Na klar willst du, wenn du es dir genau überlegst. Guck mal, es hat eine angebissen. Hä? Dicke Plötze gefangen von Patterson. Ich will aber nicht angeln gehen. Jetzt benimmst du dich aber wirklich unmöglich, Patterson. Und wie du angeln gehen willst. Hä? Du weißt es nur noch nicht. Weiß ich doch. Hier drinnen ist jedenfalls eine Angel. Und da drin ist ein brummiger alter Mann. Wenn das so weitergeht, werde ich auch noch trübsinnig. Ja! Lieber Himmel, was ist passiert? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich habe mir nur den Knöchel verstaucht. Ich wollte mir die Angel von da oben runterholen, weil ich nämlich alleine angeln gehen wollte. Aber jetzt bist du ja hier. Holst du sie für mich runter? Aber du kannst doch die lange Angel nicht allein bis zum See schleppen. Gib mir nur die Angel und du wirst sehen, dass ich es schaffe. Hilfe! Nee, du kleiner Findus, du kannst mit der langen Angel nicht allein zum See wackeln. Dir tut doch auch der Fuß weh. Ich will aber angeln. Ja, schon gut, dann gehen wir eben angeln.
Stell dir vor, wenn ein Hecht anbeißt, der so groß ist und der springt dich an und beißt dich, dann werde ich... Du sollst dich im Boot ruhig verhalten, Kater. Hörst du, wie still es hier ist? Manchmal ist es schön, wenn es einfach nur still ist. Es hat einer angebissen. Vielleicht war es ja irgendwie doch keine so dumme Idee, angeln zu gehen. Nippi! Siehst du? Hättest du doch nur gleich auf mich gehört. Wenn man bedenkt, dass dieser Tag so schlecht angefangen hat und jetzt ist er doch noch richtig schön geworden. Und er wird sogar noch viel schöner, denn jetzt spielen wir miteinander. Aber tut dir denn der Fuß nicht mehr weh? Nö, der hat mir auch nie weh getan. Was? Na ja, ich hab dich doch reingelegt, damit du mit mir angeln gehst. Du Teufelsbraten, du weißt, wie du es anstellen musst. Du wirst es wahrscheinlich auch schaffen, dass ich mit dir spiele, obwohl ich es nicht will. Ach, du willst schon, Patterson. Verlass dich da mal nur auf mich. Ich weiß nämlich, wie man mit alten Männern umgeht.